Orchestermusik beeindruckt doch immer aufs Neue. Doch ohne diesen Beruf wäre das nicht möglich. Auch wenn man es im ersten Moment vermutet, der Beruf Bogenmacherin hat nichts mit Pfeil und Bogen zu tun. Stattdessen stellen BogenmacherInnen in Handarbeit Bögen für Streichinstrumente wie Geigen oder Cellos her. Bevor sie mit ihrer eigentlichen Arbeit beginnen, fertigen BogenmacherInnen Entwürfe und Werkzeichnungen an und wählen die passenden Materialien für den anzufertigenden Bogen aus. Dann richten sie die nötigen Maschinen ein und stellen die Bogenstangen her, die später mit Saiten bespannt werden. Es gehört auch zu ihren Aufgaben, die von ihnen hergestellten Bögen zu warten, zu reparieren und instand zu halten. Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre. Der durchschnittliche Verdienst im ersten Jahr beträgt 570 Euro, im zweiten Jahr 630 Euro und im dritten Jahr 730 Euro. In diesem Beruf kannst du dich darauf einstellen, werktags zu arbeiten und vor allem im Bogenmacherhandwerk, im Geigenbauerhandwerk oder in Reparaturwerkstätten zu arbeiten. Potenzielle Aufstiegsmöglichkeiten für dich wären Meisterin, Restauratorin oder die Betriebsführung. Zusätzliche Infos hierzu findest du im Link in der Videobeschreibung. Diese Berufsausbildung verläuft dual, weshalb du deine Ausbildungszeit nicht nur im Betrieb, sondern auch in der Berufsschule verbringst, in der du dich mit den theoretischen Grundlagen für deine praktische Arbeit im Betrieb beschäftigst. Du setzt dich dort mit vielen verschiedenen Themen auseinander. Zum Beispiel lernst du Entwürfe für Bögen herzustellen und Oberflächen zu beschichten. Ebenso stehen das Vermarkten und Reparieren von Bögen auf dem Lehrplan. Während du dich in der Schule mit diesen theoretischen Bereichen auseinandersetzt, vermitteln dir deine AusbilderInnen im Betrieb die praktischen Handgriffe deines Berufs. In den ersten 1,5 Jahren beschäftigst du dich mit der Unterscheidung von Bögen nach Konstruktionsmerkmalen und historischen Gesichtspunkten. Und du lernst Werkzeuge, Geräte und Materialien hinsichtlich ihrer Funktion auszuwählen. Darüber hinaus wird dir gezeigt, welche Verbindungstechniken und Mittel es gibt und welche du je nach Verwendungszweck auswählen solltest. In der zweiten Hälfte deiner Ausbildung dreht sich alles um die Prüfung von Entwürfen und um Maßnahmen zur Entsorgung von Gefahrenstoffen. Auch die Absprache von Reparaturaufträgen mit deiner Kundschaft und das Abschätzen von Kosten spielt eine wichtige Rolle. Du hast 2 Prüfungen, deine Zwischen- und deine Abschlussprüfung. Erstere findet in deinem 2. Jahr statt und ist nicht ausschlaggebend für das Absolvieren deiner Ausbildung. Allerdings ist die Zwischenprüfung eine Möglichkeit, deinen bisherigen Fortschritt zu überprüfen und dich so auf deine Abschlussprüfung vorzubereiten. Neben deinen Prüfungen ist aber auch dein Berichtsheft für ein erfolgreiches Absolvieren deiner Ausbildung relevant. Dieses Berichtsheft führst du während deiner gesamten Ausbildungszeit und es wird regelmäßig von deine AusbilderInnen kontrolliert. Für diese Ausbildung gibt es keinen empfohlenen Schulabschluss. Die wichtigste Voraussetzung für eine erfolgreiche Laufbahn als Bogenmacherin ist natürlich, dass du Spaß an deiner Arbeit hast. Damit das gelingt, solltest du ein gutes Gehör und Sinn für Ästhetik mitbringen. Außerdem wirst du immer wieder Kontakt mit deiner Kundschaft haben und solltest freundlich mit ihnen umgehen können. Schulisch hast du die besten Chancen auf einen Ausbildungsplatz, wenn du in den Fächern Mathe, Werken und Technik gute Noten hast. Alle zusammengefassten Infos findest du hier. Mehr Infos zum Beruf findest du in der Videobeschreibung. Wenn dir der Beruf gefallen hat, schreib es uns gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns doch gerne ein Like und Abo da. Und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, um kein Video zu verpassen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.